Ja, in diesem Video dreht es sich um die Frage, was sind eigentlich gute Forschungsfragen und wie kommt man zu guten Forschungsfragen, sowohl aus Perspektive von Studierenden als auch von Betreuerinnen von Forschungsarbeiten. Das Video richtet sich speziell an Teilnehmende des Lehrgangs Hochschuldidaktik T3C und hat den Kontext des technologiegestützten Lernens, ist aber unter Umständen auch geeignet für Personen, die in anderen Forschungsgebieten Forschungsfragen entwickeln sollen. Nun stellt sich natürlich die Frage, was ist eigentlich an dieser Forschungsfrage so wichtig, wo sie doch eigentlich nur etwa 20 Wörter umfasst und im Verhältnis zu der eigentlichen Forschungsarbeit, die ja vielleicht 80 bis 100 DIN A4 Seiten umfassen wird, doch recht wenig Raum nur einnimmt. Und die Antwort ist natürlich klar, mit dieser Forschungsfrage wird sehr viel definiert. Es wird zum einen eine Zielsetzung vermittelt und auch eine Struktur vorgegeben. Der Arbeit beispielsweise müssen systematisch Fachbegriffe erklärt werden, die in der Forschungsfrage genannt werden. Und im besten Falle bringt die Forschungsfrage eben auch eine Arbeit auf den Punkt und macht es viel leichter zu kommunizieren, was sie eigentlich beschäftigt in ihrer Forschungsarbeit. Ja, und nun möchte ich Ihnen einige Formen von Forschungsfragen vorstellen. Die Art der Forschungsfrage weckt eben Erwartungen an die Struktur und auch an die Methode und auch an die Inhalte der Arbeit. Beispielsweise würde eine Arbeit, die mit der Fragestellung, was ist mobiles Lernen in der beruflichen Weiterbildung, die Erwartung auslösen, dass in dieser Arbeit ein Überblick gegeben wird über den Status quo des Einsatzes und des Performen von mobilen Lernen in der beruflichen Weiterbildung. Und wenn eine Frage mit einer Warum beginnt oder eben mit Was sind Gründe, würde ich mir natürlich eine Erklärung für ein bestimmtes Phänomen oder eine Tatsache erwarten. Und was sehr häufig vorkommt im Bereich des technologiegestützten Lernens, sind Formulierungen, die so beginnen wie beispielsweise, wie sollte man etwas tun, etwas gestalten, und in solchen Arbeiten werden eben oder sollten Maßnahmen entwickelt werden oder auch konkrete Applikationen, Technologien, die beispielsweise das Lernen oder die Lehre mit Technologien verbessern. Ja, und was sind nun eben gute Forschungsfragen, möchte ich im Folgenden erläutern. Und ich habe dazu einfach Literatur genommen und durchgearbeitet, die sich mit wissenschaftlichen Arbeiten beschäftigt und eben Hilfestellung bei der Formulierung von guten Forschungsfragen gibt. Ja, gute Forschungsfragen sind in der Regel Fragen, die mit einem W-Wort anfangen, also mit einem W-Fragewort, beispielsweise wie, warum, weshalb. Und sie sollten Fragen sein, die entweder für die Praxis oder eben für die Forschung von großer Bedeutung sind. Wissenschaftliche Relevanz hat beispielsweise insbesondere dann eine Frage, wenn sie in einer Publikation ausdrücklich thematisiert wurde, als offene Forschungsfrage oder auch als Forschungslücke bekannt ist. Und für die Praxis hat sie dann Bedeutung, wenn sie eben für die Praxis wichtig ist, hier eine Handlungshilfe zu erlangen oder eine Lösung zu erhalten. Gute Forschungsfragen müssen natürlich auch zu den Rahmenbedingungen passen. Das heißt, sie müssen grundsätzlich beantwortbar sein unter ihren spezifischen Bedingungen. Das heißt, auch mit ihren Vorwissen, mit dem Kenntnisstand, auch mit der beispielsweise bevorzugten Forschungsmethode ihres Betreuers, wenn es so etwas gibt. Dann sollten gute Forschungsanfragen sich an sich keine Behauptung beinhalten, die nicht auch belegt werden kann. Also wenn eine Forschungsfrage eine Behauptung aufstellt, sollte die eindeutig belegt sein, diese Behauptung, die da enthalten ist. Und die Frage sollte natürlich auch widerspruchsfrei und logisch einwandfrei sein. Und ganz besonders bedeutsam für den Erfolg, also für die Frage, ob Sie diese Forschungsarbeit auch abschließen werden, ist letztlich die Frage, ob die Forschungsfrage auch Sie persönlich bewegt. Ja, und wenn all diese Kriterien, die ich jetzt hier mal schnell abhake, eingetroffen sind, dann haben Sie mit großer Wahrscheinlichkeit eine gute Forschungsfrage gefunden. Nun gibt es aber Forschungsfragen, die sind nicht nur, also erfüllen nicht nur diese Bedingungen einer guten Forschungsfrage, sondern die machen echt tolle Fragen aus. Und das sind vor allem zwei Aspekte.
Ja, und sogenannte Superforschungsfragen sind Forschungsfragen, die zum einen alle Bedingungen erfüllen, die ich gerade eben schon vorgestellt habe, und dann noch zwei weitere Aspekte. Zum einen sollten es Forschungsfragen sein, die nicht jeder sofort auf gleiche Art und Weise beantwortet. Also in dieser Forschungsfrage liegt auch ein gewisses Überraschungsmoment inne, auf welche Art und Weise Sie diese Forschungsfrage beantworten werden. Und dann gibt es auch einen weiteren Aspekt, wie neuartig Ihre Frage ist. Und wenn es eine Frage ist zu einer neuartigen Entwicklung, dann ist es natürlich eine gute Forschungsfrage. Oder auch wenn es eine Frage ist zu einem altbewährten Kontext, aber eine Fragestellung ist, die eben auf diese Art und Weise noch nicht gestellt wurde. Jetzt werden Sie sich fragen, warum sind genau diese beiden Aspekte bedeutsam, um eine super Forschungsfrage zu sein. Ich habe das hier auf diese Art und Weise bezeichnet und kenntlich gemacht, weil es Erkenntnisse gibt, dass Herausgeber und Begutachterinnen bei Fachzeitschriften dazu tendieren, Forschungsarbeiten eher zu berücksichtigen, die diese beiden Kriterien erfüllen. Es ist natürlich durchaus legitim, Forschungsfragen zu stellen, wiederholt zu stellen, die schon öfter beantwortet wurden oder schon eigentlich auch abgeklärt sind. Aber es ist eben die Tendenz, dass sie mit einem Beitrag, der eben diese zwei Aspekte erfüllt, eher angenommen werden und es ihre Arbeit auch attraktiver macht in der Wahrnehmung von anderen. Ja, und wenn Sie jetzt gerade ein bisschen nervös werden, weil Sie Ihre Forschungsarbeit eigentlich schon begonnen haben und auch schon etwas aufgeschrieben haben, vielleicht auch schon Daten erhoben haben oder gar auswerten und immer noch keine dezidierte Forschungsfrage formuliert haben, dann muss ich Sie natürlich auch beruhigen. Es ist wohl wissenschaftliche Praxis, dass sich diese Forschungsfragestellungen auch im Laufe der Arbeit erst entwickeln und auch verändern und es mit der Forschungsfrage und der Arbeit so eben wenig so ist wie mit dem Huhn und dem Ei, dass sich beide eben bedingen und nicht ganz klar ist, was eigentlich zuerst da sein, da ist. Die Forschungsfrage sollte im besten Falle zu Beginn stehen. Es ist aber eben auch oft so, dass das Ei schon gelegt und ausgebrütet wurde und man erst im Nachhinein sich die Frage stellt, was ist die passende Frage dazu oder eben woher kommt das Ei eigentlich? Ja, und hier habe ich Ihnen eine Auswahl von Tipps zusammengestellt, die Sie auf diese oder andere Weise in der Fachliteratur zum wissenschaftlichen Arbeiten finden werden. Und sie beginnt eben sehr oft damit, dass Sie sich die Frage stellen sollen, welche Interessen Sie eigentlich haben. Und die Teilnehmerinnen an unserem Kurs, die 3C, erinnern sich, dass ich Sie zunächst ganz am Anfang der Veranstaltung gefragt habe, welche Fragen Sie eigentlich schon sehr lange interessieren und bewegen, die eben Bezug zu Unterricht und Lehre haben. Also hier an den eigenen Interessen anzusetzen, ist eine gute Praxis, vor allem, weil Sie dann auch am ehesten diese Fragestellung und Forschungsarbeit auch wirklich durchführen werden, wenn es Sie eben auch persönlich interessiert. Und um dann eine Forschungsfrage konkret zu formulieren, wird eben sehr oft empfohlen, ein Brainstorming durchzuführen. Welche Fragen in meinem Forschungsgebiet, in meinem Thema interessieren mich? Gibt es überhaupt? Also man kann einfach zum Beispiel die W-Fragen, W-Wortfragen formulieren. Warum, weshalb, wann, wie, wozu? Und einfach mal ganz locker diese Fragenvarianten aufschreiben und dann in einem zweiten Schritt auswählen, welche Fragen vielleicht besser geeignet sind, welche schlechter geeignet sind. Ein anderer Tipp wäre hier, meine Mindmap aufzuschreiben und sich auch darüber Gedanken zu machen, was interessiert mich eigentlich, was bringe ich eigentlich mit, welche Themen interessieren mich. Und dann dazu auch relativ locker Fragen zu formulieren, dann eben in einem zweiten oder dritten Schritt die Fragen auszuwählen, zu bewerten und so weiter. Dann ist absolut wichtig, wenn Sie eine Forschungsfrage formulieren, dass Sie das nicht auf dem weißen Papier machen, sondern eben auch profund und in Kenntnisnahme des aktuellen Forschungsstands. Es ist absolut wichtig, dass Sie Literatur dazu recherchieren und auch viel lesen, um einschätzen zu können, wo ist eigentlich der aktuelle Stand der Forschung, was ist es eigentlich, um was es hier geht und welche Fragen sind hier überhaupt gerade von Relevanz. Oder welche Fragen sind ebenso eben vielleicht auch schon bereits ausgiebig beantwortet.
Dann ein weiterer Tipp in der Fachliteratur ist, es geht ja hier ums Schreiben einer Forschungsarbeit. Und es ist auch schon ganz wichtig, dass Sie all diese Dinge, die Sie im Vorfeld machen, eben auch wirklich schreiben. Dass Sie sich aufschreiben, welche Forschungsfragen Sie überlegen zu wählen, welche Möglichkeiten es gibt, und hier sehr stark auch mit Ihren eigenen Texten zu arbeiten. Dann können Sie, wenn Sie eine oder mehrere Forschungsfragen ausgewählt haben, natürlich beispielsweise diese Folie herauskramen, die ich Ihnen vorher gezeigt habe, was eine gute Forschungsfrage ist, und sich überlegen, inwieweit Ihre Fragestellung diese Kriterien erfüllt. Und dann ist natürlich auch absolut wichtig, dass Sie sich mit anderen darüber unterhalten, über Ihr Themengebiet, das Sie interessiert. Und im Gespräch ergeben sich eben sehr oft Aspekte oder offene Fragen, die Sie bewegen und die Sie berühren, die eventuell allein über das Nachdenken für sich alleine gar nicht so herauskommen. Und bedeutsam ist natürlich auch hier das Gespräch mit dem Betreuer zu finden. Aber Betreuerinnen und Betreuer tun sich in der Regel leichter, wenn sie schon mit einem ersten Entwurf zu Ihnen kommen. Ja, und dieses Video beschäftigt sich eben nicht nur mit Tipps für Personen, die eine Forschungsarbeit schreiben möchten oder müssen, sondern soll eben auch Tipps beinhalten für Betreuerinnen von Forschungsarbeiten. Und aus diesen Tipps, die ich eben hier genannt habe, es gibt vielleicht noch ein oder andere mehr, kann man eben ableiten, wie Betreuerinnen gut dazu anleiten können, eine Forschungsfrage zu entwickeln. Das schaut dann beispielsweise folgendermaßen aus, also eben wieder auf Grundlage von Literatur zum wissenschaftlichen Arbeiten und wie man zu guten Forschungsarbeiten kommt, lässt sich ableiten, wie eine gute Betreuung ausschauen könnte oder sollte. Und Sie finden auch dazu viele konkrete Beispiele in der Fachliteratur. Zum einen ist es praktisch wichtig, dass Sie wissen oder dass Sie selber klären und auch den Studierenden aufzeigen können, wo deren eigene Interessen liegen, die Dinge, die sie beschäftigen oder die sie auch mitbringen, wenn sie ihre Forschungsarbeit schreiben sollen. Und dann ist es eben, dass sie hilfreich, wenn sie die Studierenden dazu bringen, wirklich Forschungsfragen aufzuschreiben, auch wenn es vielleicht nur eine erste Forschungsfrage ist, eine erste Formulierung, noch nicht die abschließende. Und dass sie auch Verfahren wählen und vorschlagen, die möglichst auch Kreativität wecken. Also Sie können beispielsweise so arbeiten, dass Sie sagen, formulieren Sie in 3 Minuten 20 Fragen, Forschungsfragen oder Fragen in Ihrem Themengebiet. Und dass hier einfach wirklich auch eine Vielzahl von Fragen zustande kommt, aus der dann eben ausgewählt werden kann, neu formuliert werden kann, konkretisiert werden kann. Wichtig ist auch, dass Sie auffordern, intensiv sich mit der Literatur zu beschäftigen und dass Sie einfordern, dass es hier auch eine konkrete Analyse des aktuellen Stands gibt, bevor es quasi wirklich zu einer vorläufigen Fixierung der Forschungsfrage kommt. Hier kann es auch hilfreich sein, dass Sie ein Setting schaffen in Ihrer Veranstaltung, dass gegenseitig Forschungsfragen vorgestellt werden und sich darüber ausgetauscht wird, über die Qualität, über die Güte dieser Forschungsarbeiten. Für die Studierenden ist es auch absolut wichtig, dass sie ganz klar formulieren, welche Art von Rahmenbedingungen für die Studierenden gelten. Also welcher Umfang soll die Arbeit haben, in welchem Zeitraum soll sie durchgeführt werden? Gibt es aus ihrer Seite Einschränkungen bei der Thema oder auch Wünsche für die Methode etc.? Und wenn Sie natürlich, wo Sie als Betreuer besonders gefragt sind, wenn es dann konkret um die Rückmeldung zur Forschungsfrage geht, die von anderen, also von anderen Studierenden nicht so ohne weiteres gemacht werden können, weil da die Erfahrung fehlt. Das sind beispielsweise Ihre Einschätzung, ob die Forschungsfrage auf eine Art und Weise beantwortet werden kann unter den gegebenen Rahmenbedingungen, die eine wertvolle Forschungsarbeit ermöglichen. Und eventuell muss hier eine Frage beispielsweise eingeschränkt werden, um diese Voraussetzung, dieses Merkmal einer guten Forschungsfrage zu erfüllen.
konkrete Tipps, die auch für Betreuerinnen geeignet sind, auch wenn sie in der Regel die Lernenden selbst oder die Ersteller einer Forschungsarbeit ansprechen, gibt es einige im Internet zu finden. Ich habe Ihnen hier beispielsweise vom Kompetenzzentrum Schreiben der Universität Paderborn eine Anleitung herauskopiert. Da werden die Entwickler einer Forschungsfrage dazu aufgefordert, zum Beispiel einfach mal ganz locker innerhalb von 10 Minuten aufzuschreiben, was waren da die allerersten Ideen und Bilder zum Thema, was weckt deine Neugier an dem Thema, was verbindest du persönlich mit dem Thema, was erscheint dir an dem Thema unklar, paradox, widersprüchlich, erstaunlich, interessant, wichtig, unerforscht. Und auf Grundlage eben von diesen hier 6 Fragen sollen möglichst viele Aspekte aufgeschrieben werden, um dann in späteren Schritten hier geeignete Forschungsfragestellungen zu formulieren und auch auszuwählen. Für mich persönlich ist es immer eine ganz einfache Aufgabe, Forschungsfragen zu formulieren und auch dazu anzuleiten. Aber wenn sie dann zumindest in einem ersten Entwurf mal steht, mache ich die Erfahrung, dass es immer viel einfacher geht, alle weiteren Schritte zu besprechen, also vorläufige Gliederungen, auch ein Vorgehen zu definieren und so weiter. Und ich wünsche da Ihnen und auch Ihren zu Betreuenden weiterhin viel Erfolg und ein glückliches Händchen.